Guitar Hero lässt einen gut fühlen. Das liegt daran, dass man, obwohl man überhaupt gar keine Gitarrenskills hat, so wie ich, nach kürzester Zeit schon das Gefühl hat, ein krasser Rockstar zu sein. Aber es ist natürlich ein großer Unterschied, ob man Guitar Hero auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe spielt oder auf der schwierigsten oder gar eine echte Gitarre. Und um euch mal zu verdeutlichen, wie das Ganze denn überhaupt aussieht, ja, die verschiedenen Schwierigkeitsstufen und ihre Unterschiede, hast du was vorbereitet? Genau, ich habe heute Morgen, als ich die Version war, habe ich gleich mal losgezockt und habe ein paar, habe alle vier Schwierigkeitsstufen. Der Max ist schon morgens um 8 im Büro, muss man dazu sagen. Halb neun. 16 Stunden halb neun heute nur. Halb neun, ja. Haben wir noch Kaffee gemacht vorher. Morgen dann um 7:30, ne? Kaffee machen lassen. Und wir haben jetzt hier mal alle vier Schwierigkeitsgrade rausgefrapst. Wir haben da einfach nur ein ganz kurzes Gitarren-Soli immer wieder auf allen vier Schwierigkeitsgraden gleich angespielt, damit ihr schon mal seht, wo sind die Unterschiede. Wir können da gleich mal drauf gehen, und zwar links oben leicht, oder steht ja überall, links oben leicht, rechts oben mittel, schwer und Profi. Und wir lassen das jetzt einfach mal ablaufen und achtet mal auf die Notenabfolge, die in den verschiedenen Fenstern dann passiert. Moment. So, das war's auch schon. Wir werden es ein bisschen im Loop laufen lassen, immer wieder wiederholen. Also es ist immer das gleiche Solo. Und ihr seht zum Beispiel, dass auf leicht und mittel verschiedene Notenabfolgen mit einer Taste zusammengefasst werden. Und auf schwer und Profi du wesentlich, ja, wie soll ich sagen, detaillierter spielen musst. Das heißt, du spielst wesentlich mehr Tonabfolgen mit und deckst auch die komplette Bandbreite an Knöpfen ab. Zum Beispiel auf mittel und leicht wird der orange Knopf ganz rechts völlig weggelassen. Achtet da mal drauf. Und bei Profi und schwer muss man da schon öfters darauf zugreifen. Mhm. Kannst du mal pausieren an irgendeiner Stelle, wo viel los ist. Hier zum Beispiel. Links oben haben wir drei Knöpfe im Sicht. Mittel, da haben wir eine kleine, einen kleinen Riff, wo das ein bisschen dauert. Bei schwer haben wir jetzt schon wieder Doppeltnoten. Das heißt, du musst hier doppelt greifen. Ja? Ja. Und bei Profi musst du, bevor du doppelt greifen kannst, erstmal den roten Knopf, dann nochmal wieder eine Kombination, dann nochmal einen einzelnen und dann wieder auf eine Kombination switchen. Ja, also Profi ist nochmal, und vor allem achtet auch auf die Geschwindigkeit, wie das Band abläuft. Achtet da mal als nächstes drauf. Moment, ich spiele es nochmal ab. Wie die Bänder ablaufen. Die arbeiten nämlich mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit. Moment. Leicht ist das langsamste, mittel noch ein bisschen schwer und Profi ist natürlich das, das schwerste. Und Profi ist deswegen so schwer, weil du unfassbar komplizierte Kombinationen hast und auch noch eine hohe Geschwindigkeit dabei an den Tag legen musst. Aber zum Schluss kommt immer das gleiche Lied raus. Es gibt aber dann natürlich auch noch, wie bei jedem Spiel, gibt es Menschen, die das unfassbar gut drauf haben. Und zwar, weiß nicht, die Band Dragon Force, habe ich dir in der Redaktion vorher schon erzählt, die haben auch ein Lied mit in der Compilation. Und der Dragon Force ist eine richtig üble Band. Also ich persönlich höre sie auch gerne, ich habe ein paar Alben zu Hause. Ist wirklich so. Also ich erzähle es jetzt hier nicht, um hier, ne, es ist wirklich so. Und die haben zwei Gitarristen, die auf einem technisch unfassbar hohen Niveau spielen, ja. Und dass man allein das schon nachspielen will, ist für mich schon ein Rätsel. Selbst auf normal oder leicht, wo ich das ausprobiere, Through the Fire and Flames heißt das Lied, ist schon schwer. Aber der Typ hier spielt's auf Expert, also auf Profi. Und jetzt guckt euch das mal an. Das ist der Hammer. Jetzt denkt, Moment mal, das ist ja hier ein Roboter, das ist ja ein Cheat. Nein, das erkennt man daran, weil er auch mal Noten nicht trifft, ja? Ja. Aber guck dir das an, das ist Hammer. Und das ist eben Profi, das ist der höchste Schwierigkeitsgrad und ein richtig schweres Lied. Und wenn du so ein Niveau bei Guitar Hero erreichen willst, Alter, was für eine... Boah. Also wenn du so ein Niveau erreichen willst, ich glaube, oder ich bin mir sehr sicher, dass du da auch eine gewisse Motorik dafür brauchst. Nee. Absolut, absolut. Du brauchst da auf jeden Fall, weil ich könnte, selbst wenn ich jahrelang spielen würde, ich könnte dieses Lied nicht spielen wie der Typ gerade. Es ging nicht. Also da würde es einfach scheitern an eurem Körper. Ging nicht anders, ja. Weiß nicht, du hast es ja schon mal gespielt, so, ne?
Ja, ja, das ist ja von mir, das Video. Genau. Ah, ja, ja. Ne? Ich habe noch ein paar andere. Ja, aber das ist wirklich, also der Edward mit den kranken Armen. Das ist unglaublich. Ich meine, ich bin bei sowas auch mal misstrauisch. Mein erster Gedanke ist auch immer, okay, das ist gefaked, das ist irgendwie ein Bot oder so. Entschuldigung, aber wenn er das wirklich so spielt, Respekt. Das ist wirklich, aber ich will auch nicht wissen, wie viele Stunden seines Lebens der Mann dabei geübt hat. Gibt es übrigens eine nette South Park-Folge zu, die auch immer wieder solche Themen aufgreifen. Gibt es auch so eine Guitar Hero Special-Folge von South Park? World of Warcraft hatten sie ja schon mal. Und jetzt, okay. Ja, genau. Und die ist auch ganz lustig. Könnt ihr euch ja vielleicht bei Gelegenheit mal angucken, wenn ihr irgendwo die seht. So, jetzt sind wir hier fertig oder möchtest du noch ein bisschen was machen? Nee, also ich bin jetzt durch eigentlich für dieses Take. So. Ja. Wir können jetzt im nächsten Take, wenn du Bock hast, zusammenspielen. Sehr freundlich, ja.